Herzlich willkommen zum O-Ton AT Videocast, heute zum Thema schwarzer Rhetorik. Darunter versteht man, wie man souverän mit Untergriffen umgeht. Bei mir die Leiterin der Schule des Sprechens, Tatjana Lackner. Schwarze Rhetorik wirkt irgendwie nicht so, als könnte man dazu stehen, sie zu beherrschen, weil es ja doch einen sehr manipulativen Charakter oft zum Nachteil seines Gegenübers hat. Wird schwarze Rhetorik hier missverstanden? Ich glaube, dass wir alle miteinander jeden Tag unendlich oft Täter von schwarzer Rhetorik sind, aber auch einfach Opfer. Und dass Menschen, die sagen, ich bin per meines Berufes, per meiner Branche sehr oft in der Situation, mich wehren zu müssen, und es gibt sowas wie Reizbranchen, die sollten natürlich besonders wissen, wie sie mit Untergriffen gekonnt umgehen. Also es zu verleugnen oder auszublenden, halte ich nie für eine gangbare und gute Lösung. Was sind die Prinzipien von schwarzer Rhetorik und was muss einem bewusst sein? Ganz bewusst muss der sein, eine Killerphrase entbehrt immer einer sachlichen Grundlage. Das heißt, es gibt keinen sachlichen Grund drunter, sonst hätten wir einen Konflikt. Eine Killerphrase ist noch kein Konflikt. Eine falsch oder lätschert gehandelte Killerphrase kann ein guter Eingang für einen Konflikt sein. Das heißt, die Killerphrase ist nur gedacht, um dir einen Lackkratzer oder Imagekratzer mitzugeben. Sehr oft passiert sie coram publico, was auch der Grund ist, warum wir darauf reagieren sollten. Denn wenn ich nicht darauf reagiere, zeige ich damit, so darf mit mir umgegangen werden, was bei einem Meeting, was für Journalisten, was von der Öffentlichkeit definitiv nicht optimal ist. Ich würde jetzt gerne drei Anwendungsbereiche der schwarzen Rhetorik mit dir durchgehen und dich bitten, uns zu zeigen, wie das genau funktioniert. Haben wir da was vorbereitet? Der erste Punkt ist, wie man in harten Diskussionen souverän und sprachlich überlegen bleibt. Der zweite Punkt ist, wie man die eigene Position auf den Gesprächspartner überträgt. Und der dritte Punkt ist, wie man negative Denk- und Verhaltensmuster in positive und konsensorientierte Zustimmung verwandeln kann. Beginnen wir mit den Diskussionen. Wie kann man denn bei Diskussionen, die vor allem härter geführt werden, souverän wirken und überlegen bleiben? Wichtig ist, dass eine Killerphrase verstanden wird als tickende Zeitbombe. Wenn sie bei mir detoniert, dann bin ich angekleckert. Deshalb bald zurück an die Redaktion zum Adressaten. Und das funktioniert in der Grammatik der Rhetorik nur in Form einer Frage. In 80% der Fällen funktioniert die Frage, warum. Also wenn du jetzt sagst, typisch Tatjana, wo ich sage, was ist denn da jetzt für dich wieder typisch? Der andere muss nachjustieren, der andere muss definieren. Wie kann man negative Denk- und Verhaltensmuster in positive und konsensorientierte Zustimmung ändern? Indem man ganz klar konsensual sich ausweist. Also erstens Deeskalation, kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen, sonst haben wir den Konflikt. Zweitens nicht rechtfertigen. Wer sich den Schuh anzieht und es notwendig hat, sein Gesicht und Recht zu fertigen, da hat der andere von der Position bereits gewonnen. Deshalb mit einer Frage kontern. Und drittens, natürlich nicht reagieren. Wenn ich Schmäh, Staat, sterb, dann hat der andere auch gewonnen. Da finde ich es cool, wenn man sich ein Airbag-Wort zulegt. Ein Airbag-Wort, Sascha van der Bellen hat es zu seiner Zeit gemacht, in der er immer wieder mal beschossen wurde. GG, wirklich wahr, ist es so. Damit habe ich die Killerphase noch nicht entkräftet, aber ich habe aus meiner Redaktion schon mal was dagegen gesetzt. Das halte ich also auch für eine gute Möglichkeit, sich so ein Instant-Airbag-Wort zu überlegen. Die Frage war aber, wie kann ich quasi meine eigene Position auf den anderen übertragen? Also oft hat ja jemand anderer eine andere Meinung als man selbst und es ist wichtig, dass der andere die eigene Meinung übernimmt, um weiterzukommen. Gibt es da Techniken? Motto heißt, disarm your enemy. Gute Rhetoriker überlegen sich nicht, was will ich sagen, weil meine Meinung kenne ich ja, sondern ich höre mir zuerst die externe Meinung an, weise eine Gefahr daraus und dann eine Konsequenz. Das heißt, ich zerschieße dem anderen seine Argumente, was gerade für Meetings sinnvoll ist, sich nicht sofort zu Beginn zu verglühen, sondern seine eigenen Argumente noch im Petto zu haben. Also ich habe das Beispiel jetzt dieser Tage bei einer Trainerin, die gesagt hat, du bist Rhetoriktrainerin, meine Nichte will unbedingt Autostopp in Urlaub fahren, kannst du mit ihr reden, diese Atemtechnikerin, wo ich gesagt habe, okay Lilly, komm mal her, was ist dein Hauptargument? Ich habe meine alle noch im Petto. Und dann sagt sie natürlich, mit dem Daumen in Urlaub zu fahren, ist die billigste Art, Urlaub zu machen. Also sage ich, Lilly, du sagst also, mit dem Daumen in Urlaub zu fahren, ist die billigste Art, Urlaub zu machen. Siehst du da nicht die Gefahr, dass du möglicherweise bei wem Falschen ins Auto steigst, was zur Konsequenz hat, es wird die teuerste Art, Urlaub zu machen, weil du mit deinem Leben bezahlst. Also mit dem Billigfaktor braucht es mir nicht mehr kommen. Und so haben wir das einigermaßen durchgespielt und ich hatte alle meine Argumente noch im Petto, weil ich als Mutter einer 19-jährigen Tochter einige Gründe noch dazu habe, warum ich nicht finde, dass eine 16-Jährige in Südfrankreich Autostopp fährt. Ich glaube, den moralischen Aspekt von schwarzer Kommunikation muss jeder mehr oder weniger
weniger für sich selbst definieren. Was gibst du denn deinen Kunden mit, die hier bei dir ein Seminar besuchen? Ich halte es für wichtig zu unterscheiden zwischen Opfer, Retter und Täter. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich langsam in meiner Lebensphase anhaltend in der Opferrolle, dann wird es mal Zeit, dass man auch diesen Bereich sich anschaut. Wenn man das Gefühl hat, die anderen kommen immer wieder auch mit dem Argument, du fährst alle nieder, dann ist es vielleicht sinnvoll, auch von der Täterrolle mal ein bisschen runterzukommen. Wenn man den Eindruck hat, ich bin immer der Harmonisierer in der Mitte, ich stehe ewig zwischen zwei Stühlen, Kind und Mutter oder Schwiegereltern und so weiter, dann sollte man sich die Retterposition mehr anschauen. Also ich halte es für wichtig, es ist eine Frage, wodurch sind die Killerphasen gespeist, denn wir haben ja schon sowas wie Muster. Und unsere eigenen Muster mehr anzusehen, ist es wert. Abschließende Bitte, kannst du für uns noch einmal zusammenfassen, woran man merkt, dass man jetzt quasi schwarzer Rhetorik zum Opfer fällt? An Signalworten, typisch, immer, nie. Das kann ich mit jedem spielen. Typisch Mann, typisch Frau, typisch du. Nie räumst du dein Zimmer zusammen, immer vergisst du irgendwie rechtzeitig zu kommen. Signalworte. An gewissen Pauschalierungen, dort wo man sieht, alle Amerikaner essen Ketchup, alle Frauen können nicht einparken. Das sind so auch, das ist der Stoff aus dem Killerphrasen sind. Und drittens kann man es ganz gut am Bauchgefühl merken. Dort wo man den Eindruck hat, das war jetzt eine Frechheit. Ich kann noch gar nicht sagen wo, aber es war eine Frechheit. Beispiel, jemand kommt und sagt, naja, wie können Sie darüber reden, schließlich sind Sie ja bloß die Marketingassistentin. Was ist die Frechheit an dem Satz, das Wort bloß. Ja? Und genau das, was Stein des Anstoßes war, verpacken in Form einer Frage und zurück an den Adressaten. Haben Sie nicht das Gefühl, dass bei einer Produktneueinführung gerade die Sichtweise aus dem Marketing besonders relevant ist? Dann muss der andere nachjustieren und du musst nicht rechtfertigen. Danke, Tatjana. Zu überzeugen kann in vielen Situationen den Unterschied zwischen Misserfolg und Erfolg ausmachen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Technik sollte aber selbstverständlich sein. Wenn Sie sich darin gerne ausbilden lassen möchten, dann können Sie dies in der Schule des Sprechens machen. Literaturtipps zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Seite service.o-ton.at.